Ja, hallo, ich begrüße Sie wieder bei Rohrvideo bei SIDA für spontane, improvisative, dokumentarische und authentische Videos. Heute gibt es wieder ein Video, ein Begriff zum Begriff des Tages. Mein Begriff des Tages, heute soll es um Erkenntnisinteresse gehen. Was versteht man unter Erkenntnisinteresse? Also das heißt das Interesse an einer Erkenntnis. Erkenntnisinteresse, also ein leitendes Erkenntnisinteresse, das findet sich hier bei Habermas, ist schon ein bisschen älter und bezieht sich auf die wissenschaftliche ja, Theoriebildung könnte man sagen, also wie Wissenschaft eigentlich arbeitet, die welches leitende Erkenntnisinteresse Wissenschaft also hat, welche Fragestellungen die untersuchen und welche Probleme und Lösungen die erarbeiten. Ist also nicht ganz unwichtig und von daher unterscheidet Habermas also drei Formen des Erkenntnisinteresses. Das erste Erkenntnisinteresse ist das empirisch-analytische Erkenntnisinteresse. Da geht es darum, also, dass man praktischen Nutzen, Vorteile, Verwertungen auch einer Fragestellung herausfindet. Also, wie kann man die Produktion steigern? Wie kann man bestimmte Lösungen erzielen, schneller, effizienter, kostensparender und so weiter. Dann das zweite Erkenntnisinteresse nach Habermas ist dann das hermeneutisch-historische Erkenntnisinteresse. Das dient dazu, dass man so eine praktische Orientierung hat. Der Mensch muss sich ja irgendwie orientieren, zum Beispiel jetzt auch über das Weltall, über die Theorien, wie das alles zusammenhängt. Und da gibt es halt so gewisse historisch-hermeneutische Zugänge, die einem das dann im Kontinuum der Geschichte besser erklären, sodass man da eine gute Orientierung bekommt und weiß, wie man handeln sollen. Also das war dieser Theoriezweig. Und das dritte Erkenntnisinteresse ist das kritische Interesse, das kritische Erkenntnisinteresse nach Habermas, das eigentlich der Emanzipation des Menschen dient und dem Menschen zur Aufklärung verhilft. Also den Menschen aufklärt über die Herrschaftsstrukturen zum Beispiel, über die Zusammenhänge, die den Menschen wirklich elementar angehen. Also zum Beispiel jetzt der Armuts- und Reichtumsbericht oder so Forschungen, wie viel Reichtum gibt es, wie sind die Eliten zu dem Reichtum gekommen, wie vermehren die das und so weiter. Das wäre so ein kritisches Erkenntnisinteresse. Das ist natürlich so meine Interpretation, ne? Aber okay, das soll es mal gewesen sein zum Erkenntnisinteresse als Begriff des Tages heute. Okay, das war es ja schon wieder und tschüss.